Ist 1.19 bei Thors wirklich so schlecht? Ich habe viele Runden für euch gespielt und werde euch in diesem Video drei der nervigsten Probleme an 1.19 Bad Wars preisgeben. Kommen wir zum ersten offensichtlichen Problem, dass 1.19 Bad Wars auf gommahd.net fast eine 1:1 Kopie von Hypixel Bad Wars ist. Da stellt ihr euch bestimmt die Frage, was ist denn das Problem da dran, du Arsch? Ganz einfach. Natürlich hat Gomma einige Änderungen vorgenommen, um keine 1:1 Kopie zu sein. Nur hat das in meinen Augen nicht wirklich geklappt. Für mich sieht es so aus, als würde Gomme sich das Bad Wars von Hypixel genommen, es in die 1.19 transformiert, kleine Details wie Eisen gegen Bronze oder Smaragd gegen Gold zu ändern und Items in das Spiel zu bringen, die das Game-Erlebnis zerstören. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Also rundum eine gute Idee, die in meinen Augen leider nicht ganz gut durchdacht wurde und keinen eigenen Touch hat. Kommen wir nun zum zweiten Problem, was auch das größere Problem darstellt, meiner Meinung nach. Gott, diese super tollen Items. Ich weiß nicht, wer im Gommel-Team dafür zuständig ist, aber ich werde dich finden und dich auf eine Tasse Tee einladen. Nein, aber ehrlich, wie kommt man auf die Idee, Items in das Spiel zu bringen, die das ganze Game zerstören? Kleines Beispiel. Das kann nicht wahr sein. Wie? Also... Das ist der größte. Habt ihr gesehen? Ja? Gut. Behaltet das bitte in eurem Hinterkopf. Es gibt ein Item, was einen einfriert, so einfriert, dass man sich nicht mal mehr drehen kann, dass man im Endeffekt für 5 Sekunden gar nichts machen kann, nachdem man damit gehittet wurde. Man kann weder gut ausweichen oder sich ein Schutz-Item dagegen kaufen, meines Wissens nach. Und das Beste ist, dass es nicht mehr das einzige OP-Item ist in-game. Es gibt dann noch so ein Item, was fast nichts kostet, man es in seiner eigenen Base kaufen kann und man dadurch eigentlich cheatet. Es geht um die 4 eisenteure Wege. Versteht mich bitte nicht falsch. Dass es so ein Item gibt, finde ich super nice. Aber nicht zu diesem Ingame-Preis. Also wirklich, man kann nach 30 Sekunden einen Weg von sich bauen lassen, wodurch jeder, wirklich jeder Larry einen Weg von A nach B bauen kann, ohne das Risiko runterzufallen. Und damit kommen wir zum dritten und auch letzten meiner drei Probleme an 1.19 Bad Wars. Durch die oben genannten Items wurde 1.19 Bad Wars leider kein skillbasierter Game-Modi. Das heißt, dass jeglicher Larry mit einer oder vielleicht 3 Spielstunden in das Game joinen kann und ohne Skill Spiele gewinnt. Verbildlicht euch das mal so. Larry wartet in seiner Base auf 8 Eisen und 12 Bronze, also 2 Brücken und eine Spitzhacke. Baut sich dann sicher mit seinen 2 Brücken diagonal zum nächsten stehenden Gegner. Hoffentlich könnt ihr bis hierhin gut folgen. Der Gegner bemerkt ihn dann im Bestfall nicht mal, sodass Larry ohne ein Skill ein Bett aufbauen konnte, ohne sich wirklich in Gefahr zu bringen. Vielleicht versteht ihr jetzt mein Problem. Ich hoffe, ihr werdet jetzt mein Fazit zur schlechten Seite von 1.19 Bad Wars verstehen und mir vielleicht sogar bei der ein oder anderen Sache zustimmen. 1.19 Bad Wars ist kein skillbasierter Game-Modi mehr, da es zu viele Items gibt, die es Noobs, in Klammern Larry, ermöglichen, ohne Risiken im Spiel Betten abzubauen und Spiele einzufrieren, ohne dass sie sich dagegen wehren können. Jedoch gibt es auch gute Dinge in 1.19 Bad Wars, die ich aber in einem der nächsten Videos mit euch klären werde. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und vielleicht sogar geholfen, das Problem an 1.19 Bad Wars zu verstehen. Deswegen würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und einen Kommentar mit eurer Meinung zu diesem Thema freuen. Damit ist dieses Video vorbei und mein Zweck erfüllt. Haut ihr rein und tschüssi. Bitte Feedback zum Voice-Over geben. Danke. Aber jetzt tschüssi.